Mütze, Hallöchen, was machen Sie? Also der flirtet mit ihr, ich habe ihn reingebracht, der sitzt da auch nur alleine rum und mit ihr ist er aktiv. Was willst du jetzt nichts wissen, Mimi? Komm, ist die Sau? Nein, der ist schon seit heute Morgen da und die fiepen zusammen rum. Wenn sie auf den Boden geht, fliegt er nach. Ne, die waren schon im Zimmer und haben geguckt, wie die Kinder Mittagsschlaf machen. Dann fiepen sie, wollen wieder hoch. Ne? Ja. Alles gut, die zwei mögen sich. Ja. Und da er ja eh behindert ist, wird er keine Partnerin finden. Wir haben es jetzt ein Jahr versucht, keiner kommt zu ihm. Der wird da auch gemobbt, wie ihr gesehen habt, und hier hat er seine Ruhe. Sind halt unterschiedlich, die Mimi findet keinen Freund, er findet keine Freundin, aber zusammen ist gut. Wenn sie weg ist, fiebt er nach ihr und er tut sie auch an. Wie soll man sagen? Sie putzt ihm die Federn, er rennt nach ihr, tut sie auch besingen. Das stresst mich ein bisschen, seine Stimme, aber ja, besser hier als draußen, gell? Dann haben wir zwei Miezis, dann bist du nicht so alleine. Gut, jetzt gehe ich mal raus. Große Überraschung draußen. Ja, wie es immer ist, ist der Hufschmied da. Hanoi. Ja, die große Tretzentoilette habe ich noch nicht gezeigt. Die hat hier alles voller Sand gemacht. Das Mädle in unserem Bad. Jetzt ist sie draußen, die hole ich jetzt demnächst. Heute ist ja früher Maghreb. Jetzt haben wir wieder die Zeit, wo die Kinder, sag mal, wie heißt das Zeug, diese Drachen bauen. Gell? Ich habe mir jetzt andere, warte mal, ich zieh mal die Schuhe von meinem Mann. Sind die für die Stadt? Ja, die sind für die Stadt, aber die sind super bequem. Ich ziehe jetzt die an, aber die sind mir zu eng und ziehe ich die an, dann ist noch besser. Ja, der Hufschmied, den musst du dreimal anrufen, wo bist? Wo ist? Hallo, wo ist Beauty? Sie suchen nicht nach mir. Nein, ich sehe dich doch. Ah, sie hört mich. Beauty, komm! Die kommt nach meiner Stimme jetzt, gell? Ja, der Hufschmied hat sein Hufzeugs verliehen, seine Gerätschaften. Die muss er erst holen. Komm, Beauty, die weiß, wo ich bin. Die ist doch nicht blöd. Ja, komm. Komm zu Mama. Komm, lecker, lecker. Die kommt. Die rennt hier rum. Und der Doktor soll heute auch kommen. Heute oder morgen, also morgen, weißt du. Zu- komm, Beauty. Na komm, was für Angst vor Wasser. Komm. Jack und Heidi sind heute unterwegs, Marbart. Der ist hinterher gerannt, der braucht doch auch Muskeln, der Kerle. Na komm, Beauty, lauf. Ja, fein. Ja, feine Mausi. Alles mit Liebe, gell. Mit Liebe, komm, Knutschi. Ja, die Kinder, ich muss ja wieder putzen. Guck mal, der ganze Dicke war voll. Die ganze Bank mit dem Müll. Jetzt hören sie auf mit den. Irgendwas schneidet der immer zusammen, der Kerle. Nee, da sind keine Baller. Oh, Böbte. Ja, aber der. Das, und meine Wolle nimmt er. Ja, die. Und die gute Haarschere. Wo hat denn der die gefunden? Gleich weg. Ja, guck mal, du weißt, wo ich die Baller versteckt habe. Die nimmt die Ballach unter dem Ding. Gut, die sind aber komm. Die ist so schlau. Bring das bitte rein. Und das sind Müll. Wer kommt da jetzt? Mit meinem Buddy rede ich kein Wort mehr. Der hat den Esel vollgeschlagen. Ich habe ihm voll eine Ohrfeige. Und Mausi hat ihm eine Ohrfeige. Aber das ist auch nicht schön, ins Gesicht zu schlagen, Mausi. Ich habe das war ein Effekt. Der hat ihn so stark geschlagen, dass die Mausi. Der hat ihn bis heute da hat er weiter geschlagen und noch stärker. Noch stärker. Voll eine gedacht. Also der Abudim, enamish kalambatani, umafish, hedeya wala telefon. Lahoa yutra pomara la tula kedi, zeya frit. Di sahabu, di mish, aya hege, hoa is amal hof, mish kwaes. Übrigens, sie will Cola trinken. Ich habe jetzt geguckt, Cola ist gar nicht so schlecht, wenn man Koliken hat und so. Oder irgendwas da. Ein Heubeutel. Tu das mal weg und das auch Müll. Habibti, ja, du kommst immer zu Mama. Dir geht's besser. Hey, Fino, lass doch mal den Angie. Gell? Mausi. Kein Hufschmied. Der Typ kommt auch, der hat nur eine Schere und einen Hammer und Meißel. Was hat der? Aber ich denke mal, wenn wir dem Hufe holen, ne?
Wir müssen mal ausmessen. Vielleicht gibt es das in Luxor zu kaufen. Gell? Dann kann er die drauf machen. Oh, ich will... Mischmuschgilla. Ich will hier auch Sand reintun. So ein LKW Sand bringen lassen und alles voll machen. Ja, dann liegt sie weicher. Guck mal. Ihr seid mir... Guck mal, und der Sack ist auch schon wieder unten. Ist kein Wunder. Kein Wunder. Alle weg. Hm. Ihr seid Raubkatzen. Und du? Ich mit euch, kommt raus, kommt. Ja. Das machen wir aber. Guck mal, ich habe mir hier Sofas gemacht, damit ich hier schön sitzen kann. Machen wir hier zu, dass die hier nicht bei meiner Beauty das Zeug rausnehmen. Haben wir hier Babys? Natürlich nicht. Oder vielleicht, Hanoi, Müll entsorgt, die Mammel. Ach, Leute, ich bin so kurzatmig. Das wird, glaube ich, nie wieder was mit meinem Asthma. Das ist halt so, wenn man läuft. Aha, was finden Sie hier? Haben wir Eier? Nee. Wenn man läuft, dann ist das halt so. Kommt raus, geht ihr schon ins Bett? Habt ihr schon gecheckt mit der Uhrzeit? Ja, die Hühner wissen das. Oh. Ich habe jetzt zwei Wasserdinger hier. Ja. Viele Tiere, viele Wasser. Gell? Oh. Mahmut will immer reduzieren. Was soll man da reduzieren? Kannst doch niemand schlachten. Wen willst du denn da schlachten? Dich? Nee. Sollst doch Eier legen. Der Peggy habe ich die Abszesse aufgemacht. War das Peggy oder? Ich muss selber nochmal gucken. Wem war das? Voll die Abszesse. Sieht man nichts mehr. Du warst es doch mit den Abszessen. Oder? Hey! Willst du, dass die Betty Betty gehen? Komm, Schutschub Mama. Ja, wer hat das zugemacht? Wer war das? Du Fino, lass die Hühner. Du sollst doch auf die aufpassen. Der bringt sie rein. La! Raffieren! Oh nein. Das Pferd im Hühnerstall. Guck mal, das ist der Haas. Naja, komm Beauty, wir gehen raus, komm. Amina! Komm mal wieder kehren. Mein Mann hat hier Wasserschlauch gelassen und wahrscheinlich das der Wäsche. Ist das von hier rausgelaufen, bestimmt. Von hier so. Da hast du wieder deinen Swimmingpool, gell? Krieg Spatz! Der ist so richtig glücklich, gell? Ich glaube, das ist auch die Hunderasse, Leute. Die, guck, alle beide weg. Mein Traum, mein Traum. Das wird mal, was machen wir noch, bevor ich nach Deutschland fahre? Da trinke ich immer Streite mit dem Mann. Dann sagt er, ja, dann machen wir es halt. So, von hier. Das muss doch gar nicht hoch sein. Und den ganzen Müll weg. Den Müll können wir unter den Nabak. Da hinten ist der Müllplatz. Was? Wieso hier? Wie sieht denn das aus? Wo ist dahinter jetzt? Ist der Younes. Zakarunes. It fell bad, Younes! Ich rede schon, ich schreie schon wie ein Mann. Die Mädels mit dem Reckle und Amina kommt. Hi! Die umarmt mich immer. Beauty, komm! Ah! Fünf Schäkel! Jutra Bad! Younes! Wie er! Ja, der Arme. Guck mal, der kleine Esel. Er ist auch noch so dünn. Der Vater hat ihm nicht erlaubt, mit ihm zu reiten. Der Abudi macht das immer geheim. Und jetzt hat Amina Freifahrtschein gehabt. Haben die auch gesagt, sei ruhig. Der hat gestern die Tante, die da rauskommt, angebellt. Der kennt die. Ich hab gesagt, das ist ein Wachhund. Der bellt die Leute an, die er nicht kennt. Ich hab der Tante gesagt, wir. Komm, hier. Friss mal das. Magst du das? Guck mal. Lass ihn auch mal hier sein. Ist ja noch ein Baby. Ja, der fängt jetzt an auszuschlagen. Weißt, wenn der Abudi ihn so behandelt.
Komm, Habibi, komm. Der kommt von einem ganz lieben Mann. Ah. Kulli, Kulli. Sei ruhig, du Wachhund. Er. Wow, Kaharaba. Das ist der Drachen. Hallo. Masch. Sieb. Ja, der sieht, dass es nicht dazugehört. Abudi. Raue Deluati. Anamishaisa Schufak. Ja, jetzt habe ich ihm gesagt, du kriegst kein Telefon, du kriegst keine Geschenke mehr. Du musst auf deine Eltern hören, die haben dir nicht erlaubt. Bist du immer noch da drin? Mit dem muss man hart reden. Und ich gehe nach Hause und lerne. Lerne irgendwas in der Schule. Ja. Habibi, du hast gut verteidigt den Stall. Siehst du, bist ein Wachhund. Ah ja, ja. Haben wir Stromausfall. Warte mal. Nee, noch nicht. Freitags ist meistens kein Stromausfall. 17.43 Uhr, siehst du? Guck mal, wie süß der die reinbringt. Geht rein. Super fino. Du bist doch ein Hühnerhund geworden. Ohne Training. Der hat es gesehen. Jeden Tag müssen die Hühner rein um die Uhrzeit. Das machst du toll. Keh. Betty, Betty. Ich brauche nichts mehr. Bravo, Fino. Du bist ein toller. Hast den Haas auch rein? Ist der Haas auch drin? Oh. Guck mal, wie er ihn reinscheucht. Rein mit dir. Na, guck mal. Hättet ihr das gedacht? Fino, da ist noch einer. Jetzt hast du Durst, ja. Dann machen wir... Wir müssen die rausholen und dann zumachen. Komm, Jalabina. Was machst du da? Scheiße, nee. Das Wasser noch. Es wird ganz staubig. Upsala. Ja, Leute, ich weiß, das hört sich jetzt nicht schön an für euch, aber so ist es in Ägypten. Man muss härter mit den Kindern reden. Na, meine Tochter hat schon gesagt, meine Mutter ist sauer auf dich. Sag doch, Möschi, das juckt dir nicht. Ah, hier ist noch Mais am Boden. Naja, frisst es, komm, ist auch egal. Da ist noch ein bisschen Salat. Morgen kriegst du deine Spritz. Jetzt machen wir hier mal zu, komm. Jetzt kriege ich die Hühner einen Herzinfarkt. Komm, lass zu. Komm, Wara. Wara. Die Wara. Yalla. Yalla, Wara. Nach hinten heißt es Wara. Wara. Wara, Wara. Aywa, Wara. Ubarra. Aywa, super. Jetzt können wir die auch wieder rauslassen. Großer Schreck, ist der Hass drin? Oh. Ich schau das. Aua, aua. Nee, jetzt müssen wir noch den Hase fangen, komm. Der Johnny ist abgehauen. Komm, Dixie. Rusty, komm. Nee, dann bleib drin. Hol mal den. Arnab, Feno. Talo. Betty, Betty, komm, den Hase. Der hat alle Hühner reingemacht, ganz alleine. Oh, für Wahetani. Yalla, yal. Für Wahet Arna Barra Abiat. Guck mal, der Fino geht hoch und bringt sie runter. Yalla, yalla, Shani. Ein Huhn ist noch draußen und ein Has. Kein Kopftuch mehr, für was denn? Zwei Hühner, wo wart ihr? Super, Fini. Ja, ich muss die Tür aufmachen. Komm, Fino, rein. Super, Fini. Guck mal, der macht die alle rein. Super. Geh, der Hase. Guck. Jalla, Betty, Betty. Ah, aha, guck die Hühner. Super, gell? Aywa. U Arnab. Ah, Arnab. Jalla, Betty, Betty. Betty, Betty. Betty, Betty. Aywa, echt, Itzel, Itzel. Masha Allah, Bibi. Du bist ein toller Hund. Hast gesehen? Hey, denn hey. Fino, Baby. Der kriegt jetzt die beste Knoche der Welt. Ja, du nett.
Fino, guck mal, weil du heute so brav warst. Ja, die Katzen kriegen das nicht. Komm. Hallo, Mausi. Wir warten auf den Arzt, aber ob der kommt. Der Hufschmied ist schon nicht gekommen. Guck mal, Habibi, hier schläfst du heute Nacht. Das ist deine Knoche. Nein, ihr geht weg. Ihr geht weg. Geht weg. Der verteidigt es schon. Ja. Mausi, du bist meine Liebe. Oh, hab ich dich so fertig nass gemacht. Niemand. Ja, wir haben immer noch 30 Grad, Leute. Es ist diesen Winter, ist krass, wie warm das bleibt. Komm mal her. Komm mal her. Du gehst rein. Du bist nicht so der gute Freund. Muss man halt Freund sein. Weißt? Ja. Du kommst auch her, komm. Der darf auch mal allein was essen. Ich zeige euch jetzt mal was ganz... Ah, Pumi. Du kriegst gleich auf die Gosch von dem. Komm her. Nein, also weich. Ah, alle wieder raus. Alle wieder raus. So dumm, hey. Komm her. Ich zeige euch jetzt mal was ganz Süßes. Schnell zumachen. Oh, so ne. Oh, willst du rein? Ja, Mietzi. Okay, du darfst rein dann. Fleisch ist schon geschnitten. Ich zeige euch mal was ganz Süßes. Ich hoffe jetzt nicht hier. Die Panda. Oh, jetzt habe ich die heiße Scheiße wieder. Ja, es ist halt so. Oh, ich bringe euch Futter, okay. Die Panda hat sich ein Nest gebaut mit so viel Liebe, Leute. Schaut mal. Und die ist noch eine Woche davor. Da kann nichts drin sein. Das ist aber schon hergerichtet. Die ist fertig und hat sich schon so bemüht. Gell, Pandi? Ja, du machst es toll. Super. Ja, feine Mausi. Ich spüre aber noch keine Babys. Ist egal. Es dauert noch. Kann noch 2 Wochen dauern. Manchmal rupfen die sich vorher. Aber die Panda ist eine Supi-Mama. Komm, ihr kriegt Futter. Ist ja alles leer da. Heide Bimba. Hallöchen, ich bin so stolz auf den Fino, dass der wirklich so eine Arbeit gemacht hat heute. Wahnsinn, oder? Guck mal. Und dem Abudi habe ich erklärt, wie er mit dem Esel umgehen muss. Ja, wie er die Hufe macht. Das ist doch Hasenfutter. Kinders. Guck mal, Hasenfutter. Medi. Ist nix für euch. So. Hallöchen. Morgen geht der Vater wieder zum Zug. Ich habe ihn wieder bearbeitet. Dass er bald... Machen wir die Mauer. Kommt so. Das langt euch. Da kann man das auch noch runter machen. So. Ja, jetzt riecht es hier nach Bock. Hier. Heide Bimbam. Puh. Der muss wieder zur Seloa. Der Stingerli. Es riecht gleich die Bockdinger. Komm zu. La. Ich hab dich gesehen, Dexi. Komm. Darfst nicht mehr rein, wenn die Babys kommen. Dexi, Rusty. Komm raus. Jetzt komm mal hin. Also nee. Komm, Jellabara, Jellabara, geh. Jetzt bin ich noch da umgetreten. Nein. Du riechst es auch. Ja, dir schmeckt auch Kaninchenfutter. Ich sag's euch, die Tiere. Mach das Ding auf. Da kriegen wir noch mehr Mais. Gell. Lecker, lecker. Hallöchen. Ich habe jetzt zugemacht hier mit Tüten, dass hier kein Vogel reinkommt. Hab mich doch umentschieden. Ja, können sich ja die Borse verheiern. Gell? Einmal Zwetschge, frisches Wasser habt ihr. Ja, der Jackie kommt immer hier essen. Gell? Hier ist euer Futter. Guck hier so. Schick, ihr habt ja noch ganz viel am Boden. Nicht übertreiben.
Gut's Nächtle, Spechtle. Ja. Und jetzt kommst du dran, natürlich. Leute, Pferdeliebe. Ich hätte es nicht gedacht, dass man ein Pferd so lieben kann. Ne? Oder dass das Pferd so viel Liebe zurückgibt, ne? Ihr habt ja gesehen, als ich mit ihr spazieren war. Ich habe nicht gedacht, dass es was super ist, wo sie stehen geblieben ist vor mir und sich wieder, ne, wo sie abgehauen ist und dann ist sie vor mir stehen geblieben. Ja. Da kommt die Rosie schon wieder. Die hätte ja auch weg um mich rumlaufen können und weg ist sie nicht. Komm, bitte. Das tun wir hier schön verrubbeln. Gell? Du bist meine süße Maus. Ich finde es halt wirklich wunderschön, dass die so hören, wenn man mit Pferden viel redet und. Komm, das ist jetzt dein Wasser hier. Rosie, geh weg. Mietzi, komm rein. Wo ist die Mietzi? Ja, Baby. Du bist der Held des Tages. Heute hast du schön aufgepasst. Jetzt hat der Jonas gesagt, Mama, meinst du, der Fino kann sich noch an mich gewöhnen? Sag ich, na klar. Jetzt hat er gesehen, das ist ein Wachhund. Nicht? So ist es nämlich. Jonas, schau, der Fino hat zur Belohnung eine große Knoche gekriegt, weil er das Haus gut verteidigt hat. Er hat alle angebellt. Guck mal jetzt, la. Henny, weit. Die Ekel Betatu, Admaya. Ekel Bakara, eine Harda. Aschen hoa, etla kulu ferruch, wahdihu. Sag's mal. Was ist das? Ach so, das ist noch Futter her. Ja. Das ist doch auch noch dein Futter, guck mal. Hier. Hab ich da hin? Hab ich nicht hin. Das war ich nicht. Und mein Mann macht jetzt sogar, wir haben ja draußen noch Sand, wenn die Schubkarre repariert ist, mal sehen, wann das passiert, dann kommt der Sand hierher, dass sie einen weichen Platz hat. Ja, jetzt brauche ich die Mietzi. Mietzi, komm, dran wartet dein Fleischi. Komm, Mietzi, komm, also, jetzt haust du auch schon ab. Komm, Habibti. Nein, nicht abhauen. Gucken wir mal kurz. Checkt ihr das mit dem Futter? Hm? Guck mal hier. Alles raus. Hier ist das Futter. Ihr müsst reingehen. Ja, jeder geht rein. Wir haben jetzt ein neues. Ja. Willst du hier bleiben? Könntest eigentlich auch. Fino ist ja draußen. Aber wir tun dir erstmal Lachma geben und dann komm ich wieder zurück. Nee, eigentlich nicht. Bleib im Haus. Komm, schlaf. Du bist fix und alle. Wenn die nämlich von draußen kommen, die schläft sich, die frisst und dann liegt sie im Bett und fertig. Gell? Ah, da ist wieder offen am Auf. Wie viel Mal mache ich da rum? Ist egal. Jo, Bosi. Fini. Hast du noch Wasser? Ja, hast du. Guck mal hier, Hebammen spielen oder nicht? Nett? Ist schon was rausgeflutscht? Was liegt da? Ach, übrigens, ich habe heute die ganzen Steine hier mit der Hacke raus. Guck mal, den Riesenstein. Und hier, den Riesenstein auch. Der war hier. Alle Steine weg, damit es gemütlicher ist hier. Ja, und dann gucken wir mal mit dem... Warte mal, sorry. Ich guck noch mal hier. Nee, die ist noch dick. Du bist noch dick. Ist doch Vollmond. Rauspresse jetzt. Ja, der Vater guckt nach euch. Kann nicht alle immer. So. Mal sehen. Ach so, mein Kopftuch. Könnte ich auch mal mitnehmen. Also. Tschüss, Fini. Ja, ist die ganze Nacht dein Bettler da, dein Futter. Du bist jetzt der Wachhund mit dem Pferd zusammen. Ihr werdet Best Friends. Ich bin so stolz auf den, das könnt ihr nicht glauben. Mein Mann hat ihm heute Morgen sogar Hühnerbrust gegeben, die wir nicht mehr gegessen haben. Hey, der Bimbam. Das fand ich ja süß. Ja.
der schleimt sich wieder ran, weil ich sauer bin. Das ist der Trick immer bei mir. Immer auf böse machen und dann macht er alles. Ja, was will ich machen? So, komm, es geht halt nicht anders. Also, ich glaube, das war's jetzt im Video. Bis die Tage, Marcelema. Bye, bye. Haben wir eine tolle Tiere? Leute, ich bin so stolz auf die Tiere. Das gibt's nicht. Das hier wird nicht. Vor allem immer dieses schöne Reden mit den Tieren und dann hören die auf ein. Gell, Mietzi? Gell, kleine dicke Maus? Schnell, ich will runter, Maschi. Okay. Marcelema, bye, bye.